Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dredge. Es geht weiter mit unserem Fischer auf hoher See. Die letzte Folge war auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben hier bei den Sturmklippen einen riesengroßen Fisch in der Mitte gesehen. Und ich würde gerne die Kiste verstauen und ins Lager packen, denn ich möchte nicht, dass diese verschwindet. Und wir haben ja ein paar Gänge freigesprengt und da würde ich auf jeden Fall schauen, dass wir einfach mal, da brauche ich schon wieder eine, Moment, wir schauen mal hier, hier können wir Metall rausholen. Metall ist auf jeden Fall wertvoll und mehr gibt es hier schon gar nicht. Okay, Moment. Das war nicht der Gang, den wir freigesprengt haben hier. Der war ja bei dem riesengroßen Fisch dort hinten. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal hin. Oh, da kommt er schon. Ich möchte nämlich gerne hier durch und schauen, was sich hier hinten verbirgt. Ein wunderschöner Wasserfall. Ich hoffe da mal, der Fisch... Der verfolgt mich jetzt nicht, nee. Der verfolgt mich nicht. Aber hier kann ich zumindest angeln. Aber hier gibt es halt auch nur die Standardfische. Ja. Das ist gefährlich hier an den Sturmklippen. Hier gibt es noch jede Menge Schiffswracks, die ich durchsuchen kann. Hier wäre jetzt nur Stoff. Oh oh, oh oh. Da kommt er wieder. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Was kann man hier noch raussuchen? Irgendwelche Schätze. Ah, einen alten Ring. Dann ist es erschöpft hier. Bräuchte aber theoretisch gesehen. Holz. Kann ich denn noch Holz mitnehmen? Ne, ich habe keinen Platz mehr für Holz. Schade, aber ich brauche halt Holz, ne? Holz ist auf jeden Fall wichtig für uns. Damit wir endlich unseren Rumpf ausbessern können. Sind noch so eine normalen Fischis. Okay. Mal den einen kann ich noch mitnehmen. Und danach ist schon wieder Schluss hier. Wir können aber auch gerne zurückfahren. Wir können auch gerne zurückfahren und die Kiste erstmal abgeben. So, das packe ich ins Lager, das packe ich ins Lager, das packe ich ins Lager. Da haben wir einiges drin, ne? Außer Holz halt. Und Holz brauchen wir ganz, ganz dringend. Und wir brauchen noch so einen komischen... Wir brauchen auch noch so einen komischen Aal, der sich hier irgendwo... Der sich hier irgendwo in den Klippen verbergen sollte. Wir sind doch noch gar nicht komplett rundherum gefahren, mal hier um diese Sturmklippen. Das werden wir jetzt mal machen. Mal sehen, ob da der Tag ausreicht. Hier gibt es auf jeden Fall Holz. Das ist auf jeden Fall erstmal lebensnotwendig. Um einen besseren Rumpf zu bekommen. Könnten wir uns dann theoretisch gesehen schon verbessern jetzt hier? Ich weiß es nicht genau. Aber wir müssen mal schauen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal komplett hier rum. Um die Klippen.
Ich hoffe mal, hier gibt es nicht noch mehr so eine großen... Eieiei, da ist er. Ich sehe ihn. Ich muss weg hier. Ich muss weg. Der verfolgt mich, ne? Ja. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Was gibt's hier denn? Oh, ein Teil. Schnell weg, da ist schon wieder so ein roter Stein. Verfolgt der mich immer noch? Der verfolgt mich immer noch, der Fisch. Ah, es ist natürlich nicht gut. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen hier, dass der uns nicht erwischt. Was ist das denn hier? Ist das so ein komischer Aal? Ja, das ist definitiv so ein Meeraal. Kann man sowieso nicht noch ihn mitnehmen. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, wir müssen noch ein bisschen... müssen noch ein bisschen weiterfahren hier. Das Licht machen wir mal an, dass wir nicht verrückt werden. Und dann sind wir auch schon wieder hier bei der fahrenden Händlerin. Sehr gut. Einmal bitte anlegen, das Holz retten. Ah nein, den Aal wollte ich nicht verkaufen. Ach Mann, bin ich doof. Ah, den wollte ich nicht. Den wollte ich nicht verkaufen. So, wir brauchen noch einmal Schrott jetzt. Ach, hier gibt es aber auch nichts weiter. So eine Netze, wo kann ich denn die rein? Ach, die muss ich hier reinbauen. Ozeanisch. Nee, 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 nee. Das mache ich mal nicht. Und jetzt hatte ich aber gerade so einen Aal. Ach, ist das ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich, dass ich den nicht gekriegt habe. Den gibt es ja, wie gesagt, nur abends. Und ich brauche halt noch ein bisschen Metallschrott oder so. Mal schauen, vielleicht finden wir ja hier noch was. Wir müssen uns auf jeden Fall zwischen die Klippen... zwischen die Klippen wagen. Der ist auch neu. Ist definitiv auch neu. Warte mal, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Sehr schön. Holz kann man auch mitnehmen. Holz ist auch lebensnotwendig. Schön einsammeln. So, und am besten noch ein bisschen Metallschrott jetzt. Ah, das ist Stoff. Das ist Stoff und kein Metallschrott. Ah, damit können wir unser Lager auch voll ballern. Damit können wir unser Lager auf jeden Fall auch voll ballern. Wenn ich natürlich jetzt noch mal so ein Aal finden würde. Wäre das natürlich auch nicht verkehrt, ne? Wie gesagt, die kommen ja immer nur abends raus. So, eine Erweiterung habe ich
Oh, eine Enzyklopädie, das ist ein Meer. Ach, warte mal, das ist auch ein Meeraal, den ich hier habe. Ach nee, das ist ein Stör. Den Meeraal habe ich ja nicht. Den habe ich ja nicht eingesammelt. Ach Mann. Schade, den würde ich gerne nochmal fangen. Hier gibt es nochmal ein paar Schätze. Hier drehe ich aber auch langsam gleich durch. Eine Halskette. Eieieiei. Könnte der jetzt nicht nochmal irgendwo auftauchen hier? Könnte der nicht nochmal irgendwo auftauchen einfach? Dass ich mir den schnappen kann, ja. Ah ne, das sind so eine anderen komischen. Das ist aber auch nicht so ein Aal, den ich brauche. Dann würde ich nämlich die Aufgabe hier gerne noch abschließen. Ne, den kann ich aber noch mitnehmen. Kann ich noch einen mitnehmen? Okay, und es wird schon wieder hell jetzt. Das heißt, die Aale sind schon wieder weg. Schade, aber die Musik ist fantastisch hier. So, wie viel Geld haben wir denn? 600. Ich brauche halt Metallschrott, ne? Ich brauche halt ein bisschen Metallschrott noch. Das wird halt schwierig. Und vor allem, wenn ich hier drinnen rumsegle. Ja. Hier ist der große Fisch. Der mich verfolgt. Der verfolgt mich immer noch, ne? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Lässt er jetzt locker von mir? Metallschrott gibt es hier irgendwie in der Gegend nicht so wirklich. Okay, jetzt ist er verschwunden. Jetzt ist er definitiv verschwunden gewesen. Eine Sprengladung könnte ich mir noch mitnehmen. Ich brauche halt diesen komischen Aal. Das ist halt nur eine Makrele hier. Bringt, glaube ich, nicht so viel Geld ein, oder? Ist schon wieder 18 Uhr. Königslachs. Thank you.
Der Fisch verfolgt mich schon wieder, oder? Eieieiei. Weg. Ach Mann, das ist gefährlich hier. Das ist echt gefährlich. Das ist echt gefährlich, die Viecher hier zu finden. Ja, ich sehe ihn, er kommt schnell weg hier. Schnell weg und zumindest das verkaufen und in Sicherheit bringen. Ich könnte natürlich jetzt nochmal um die Insel fahren. Ich weiß auch nicht, was die kleinen Inseln hier bringen. Aber wenn diese komischen Aale halt nur nachts kommen. Nicht nützt es mir ja auch nichts. Sind das Aale? Ne, das ist auch Metallschrott. Sehr schön. Kann ich mir auf jeden Fall einen stärkeren Rumpf zusammenbauen. Oh, so ein Erweiterungsteil, sehr gut. Und nochmal Metallschrott. Sehr gut. Okay. Ah, das sind diese kleinen Fische. Kann ich aber auch noch mitnehmen. Bringt immerhin ein bisschen Geld. Ah, da gibt es noch einen goldenen. Den möchte ich auch gerne haben. Und dann ist dieser Fischbestand schon wieder aufgebraucht hier. Oh, die Aale. Nee. Ist mir ziemlich gefährlich, hier diese Viecher zu finden. Aber hier vorne gibt es wahrscheinlich nochmal Mutantenfische oder so. Die würde ich auf jeden Fall mitten im Schwarzer Sägebarsch. Den hatte ich auch noch nicht. Und dann sogar noch die Mutantenversion davon. Sehr gut, und hier hinten gab es auch noch mal Mutantenfische. So, da kann ich aber dann halt keinen mehr. Doch, einen kann ich noch mitnehmen. Okay. Tauchen einfach Felsen vor mich auf. Also ich bin hier ziemlich oft gestorben in dem Gebiet. Ich würde das gerne dann irgendwann auf jeden Fall verlassen wollen, ne?
So, das verkaufen wir. Das kommt da rein. Dann würde ich sagen, geht's ab zum... Nee. Zum Schwimmdock. Und dann kommt hier... Metallschrott rein. Dann kaufen wir das. Dann haben wir auf jeden Fall einen neuen Rumpf. Und das sollten wir auch noch verbessern können, ja. Sehr gut. Und was ist das hier? Metallschrott haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Aber wir haben auf jeden Fall Holz. So, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Super, dann können wir noch in die Forschung gehen. Wir haben zweimal. Brauchen wir denn einen neuen Motor? Bei den Körben bin ich mir nicht so sicher. Bei den Netzen... eigentlich müsste man die Angel hier... Anti-Würleine ab jetzt im Handel erhältlich. Okay. Dann zeig doch mal, was du hast. Wie komme ich denn in deinen Laden? Mit meinem Lager auf jeden Fall nicht, aber mit der Werft. So, das sind die großen Netze. Die müssen aber dahin. Ah, Sprengladung. Naja, gut, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich habe aber auch immer noch nicht... Doch, ich habe mehr Platz. So, die verkaufe ich. Packe ich da hin, dann müsste ich auf jeden Fall mehr sehen. Hier könnte ich noch theoretisch gesehen eine bessere Angel hinpacken. Reicht aber auch nicht so. Warte mal, Flachwasser. Küstennähe. Und hier habe ich ozeanisch. Der Motor ist auf jeden Fall langsamer als den, den ich jetzt habe. Okay. Dann ruhe ich mich erstmal aus und dann würde ich sagen, wir haben das Gebiet so erkundet, oder? Schlafbursch und wabbeliger Steinfisch. Angel seltene Fische liefern verrotteten Meerall. Ich muss einen verrotteten Meerall an eine Einwohnerin von Unfell liefern. Und nach Relikten suchen. Ich muss hier eigentlich noch so einen verrotteten Aal finden. Habe ich eigentlich gar keine andere Wahl. Aber dadurch, dass der ja erst abends kommt, das ist natürlich auch schlecht, ne? Ja, die kenne ich doch schon, ja. Alles gut, ich verschwinde hier erstmal. Sind auch nur die kleinen Fische. Metallschrott kann ich gebrauchen. Da ist noch mal Holz. Nochmal Holz. Ein
Und so eine Flasche, die ich einsammeln kann, mache ich auch noch. Nee. Hier angle ich mal nicht, da stürzt wahrscheinlich alles ein. Der Fisch, der ist hier für der. Okay, das ist so ein großer. Ich habe ja, glaube ich, noch eine. In so eine Ladung, ne? Komme ich ja immer durch. Da ist die Fischhändlerin. Eieieiei. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hatte einmal schon so einen verdorbenen Aal. Dann verkaufe ich den. Okay. Mehr Aal. Aber das ist kein verdorbener, ne? Gott, warum tauchen mir die ganzen Augen auf? Was soll das? Was soll das? Na, ich verschwinde einfach mal hier. Ich werde, glaube ich, sonst zu verrückt. So, also wie gesagt, den Meeraal definitiv nicht verkaufen. Das kommt dahin. Erstmal schlafen. Mal sehen, ob ich den normalen Meeraal abgeben kann. Ich glaube, der normale Aal, das bringt, glaube ich, nichts. Also hier gibt es auch, wenn ich Glück habe, einen Mutantenfisch. Ja, da haben wir ihn doch schon. Da kommt sogar noch ein Goldner. Sehr gut. Auf jeden Fall gibt es von denen ziemlich viel hier, muss ich sagen. Komm, den goldenen schnappen wir uns noch. Sehr gut. Und schwuppdiwupp, alles verbraucht. So. Mal gucken, ob der Meeraal ausreichend ist hier für die. Hm, was willst du? Ich habe hier einen Meeraal. Lass mich mal sehen. Hm, das ist zwar ein Meeraal, aber er ist noch nicht reif genug. Wenn ich ihn jetzt mitnehme, würde der Hund ihn sich schnappen, bevor es soweit ist. Bitte komm zurück, wenn er sich noch ein wenig, wenn er noch ein wenig gereift ist. Okay, das heißt also, es muss den. Ich kann den ja einfach mal in mein Lager packen. Nein. Ich kann ihn in mein Lager packen. Und dann wenn er dann schlecht ist, dann gebe ich ihn dir einfach. Passt natürlich nichts hin hier. Ist in Ordnung. Im Lager verdirbt der hoffentlich. Hoffentlich verdirbt der im Lager auch der Fisch. Aber wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob der verdirbt. Wenn ich einen verdorbenen Meeraal brauche. Hm.
kann er natürlich jetzt immer noch ein bisschen fischen. Aber hier gibt es irgendwie... nur die... nur die normalen Fische. Ja gut, wenn der verdorben ist, dann muss ich halt einfach nur ein bisschen warten, ne? So, ich kann mich ja ausruhen jetzt. Ich weiß ja nicht, wie viele Tage der Fisch hält. Der ist verrottet. Okay. Vielleicht sollte das jetzt passen. Knirscherbarsch. Nachrichten. Stimmt, ich habe nur eine Nachricht gekriegt. Er weigert sich schon immer, mich an Bord zu lassen, wenn er dort arbeitet. Er ist überzeugt davon, dass ich mich langweilen würde oder dass die schlechten Manieren der Mannschaft mich schockieren würden. Vielleicht bin ich ja zu anhänglich. Ich weiß, ich brauche Zeit, er braucht Zeit für sich. Aber ich langweile mich zu Hause so schrecklich, wenn er fort ist. Vor kurzem hat er das Boot mit Bergungsausrüstung ausgestattet, die Vorstellung, einen Schatz zu heben. Ist sicher schrecklich aufregend. Ich muss ihn davon überzeugen, mich mitzunehmen. Okay. Das ist doch jetzt ein verrotteter Aal. Aber das ist, glaube ich, immer noch nicht so ein, den die Besitzerin da haben will, oder? Hm. Perfekt. Der ist wunderbar. Ich kann dir zum Dank eine kleine Summe bezahlen. Gute Fahrt. Okay, haben wir das auch erledigt. Dann würde ich eigentlich sagen, dass wir uns auf den Weg nach Hause machen. Zu dem Sammler. Dann können wir nämlich die Inseln endlich verlassen hier. Können die anderen vielleicht noch mal ein bisschen abklappern? Vielleicht finden wir da ja auch noch irgendwas Interessantes. Oh ja, ich muss aufpassen, definitiv, dass ich meinen Motor nicht überhitze. So, was haben wir denn hier Schönes? Du siehst einen Frack nach oben, der Rumpf kommt dir bekannt vor. Sieht fast genauso aus wie das Schiff, das du eben... Achso, warte mal da. Da war ich ja schon mal, ne? Es gab es einen Frachtraum noch. Achso, nur einen Motor, den brauche ich aber nicht. Okay, okay, okay. Was ist das denn hier? Ah, Abyssal brauche ich da. Das kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht fischen hier. Oh, hier gibt's Haie. Hier kann ich angeln. Mehr geht ja aber nicht. Das Schusswerk habe ich schon durchsucht. Den kann ich noch mitnehmen. Ah, zu der Insel muss ich darüber. Okay. Und dann können wir natürlich auch mal in den Großmarkt wieder reinschauen. Aber ich glaube nicht, dass es da noch irgendwelche Updates oder so gibt. Da müssen wir erst noch ein bisschen weiterkommen in der Geschichte wahrscheinlich. Okay, den nehmen wir noch mit. Bin ich nur so einen Krabbenkorb irgendwo ausgeworfen? Ich glaube schon, ne? Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Sammler und geben die
Schatztruhe ab. Moment, Moment, Moment. Jetzt kann ich mit dir reden. Ah, du bist zurückgekehrt. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du zerrst die große Musiktruhe in den Raum, die so schwer ist, dass die Bodendielen unter ihr ächzen. Der Sammler scheint das nicht zu kümmern. Er ist ganz auf die Truhe konzentriert. Und das hast du in den Klippen gefunden? Ja. Ah, hervorragend. Dies sollte künftigen Reisenden ein wenig verkürzen, wenn du erlaubst. Er wählt eines der silbernen Bänder aus, die aus den purpurnen Buch hängen, und schlägt es auf. Er wendet sich in den schwachen Lichtschein und liest flüsternd vor. Nach ein paar Sekunden fühlst du dich, wie dein Magen absackt, als würdest du von einer Welle hochgehoben. Er schließt das Buch und wendet sich dir wieder zu. Fähigkeit freigeschalten. Manifestation. Kehre sofort zur Schwarzfeldinsel zurück. Also es gibt noch mehr Relikte da draußen. Mach dich auf der Suche. Am Riff beim Sternenbecken könnten sich Fragteile gesammelt haben. Suche zuerst diesen Bereich ab. Ich markiere eine Stelle auf der Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Das Buch birgt die Macht der Tiefen in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, in die du dich besonders interessiert? Ja, Manifestation. Der Gebrauch dieser Formel löst einen transähnlichen Zustand aus. In diesem Zustand vergeht die Zeit rasend schnell. Wenn es vorbei ist, findest du dich hier wieder. Wie immer rate ich auch hier von exekutivem Gebrauch ab. Setz sie nur ein, wenn es wirklich nötig ist. Alles klar. Nun, sie sammeln natürlich Altinvestitionen in die Zukunft. Warum kannst du nicht selbst nach den Relikten suchen? Das Meer will nicht länger kooperieren. Da die Wellen nicht mehr sicher für mich sind, wirst du mein Stellvertreter sein. Alles klar. Da sollen wir als nächstes hin. Wunderbar. Nein. Ich würde aber auf jeden Fall nochmal nach Großmark vorher fahren. Habe ich noch ein bisschen Platz? Ja, ich habe noch ein bisschen Platz. Ach, den Goldenen habe ich verpasst. Und dann ist es auch gleich wieder erschöpft, ja. Okay, in unsere Krabbenreuse können wir auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Die großen kriege ich da natürlich nicht hin. Muss ich erst verkaufen. Die hole ich mir gleich nochmal. Und das Ding kann ich dann auf jeden Fall reparieren und wieder auswerfen. So, der Fischhändler müsste ja noch da sein. Die Leuchtturmwärterin wartet am Dock auf dich. Sie sieht verärgert aus. Ich habe dich weit hinausfahren sehen. Du hast die Tiefen überquert. Hältst du das wirklich für klug? Diesmal vielleicht. Du musst vorsichtiger sein. Selbst jemand mit all deinen Erfahrungen kennt das Meer niemals ganz. Das kann niemand. Sie dreht sich abrupt um und geht. Ihre Augen suchen das Wasser ab, während sie am Dock entlangläuft. So, das verkaufen wir. Hier haben wir noch die großen Fischkörbe. Die können wir auf jeden Fall nochmal auswerfen. So, den einen sammeln wir auf jeden Fall ein hier. Kann ich auswählen zwischen groß und klein? Nee, eigentlich nicht, ne? Der benötigt eine Reparatur, okay. Gut, aber ich werde hier nochmal ganz schnell ein bisschen fischen. Hier noch ein bisschen Geld zu machen, bevor ich hier schlafen gehe und mich dann wieder auf eine weitere Reise zur nächsten Schatztruhe mache. So, erstmal Fischhändler. Alles weg. Schiffsbauerin, alles reparieren. Dann können wir mal schauen. Forschung haben wir nichts, aber Trockendock. Habe ich noch ein bisschen. Warte mal, den kann ich noch verkaufen. Das ist fertig und hier brauche ich auch noch Metallschrott. Ich ist nicht. Warte mal, dann können wir eigentlich.
bei dem Händler auch noch was verkaufen. Bei dem Antiquitätenhändler. Ich habe jetzt so viel gesammelt hier, da muss ich ja nur nach Kleinmarkt rüber. Bevor ich mich dann auf die weitere Reise mache. Das kann ich alles hier erledigen. So, ich muss nur aufpassen, dass mein Motor nicht kaputt geht. So. Händler. Ah, ein treuer Kunde, bitte nimm dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Ich bin sicher, du wirst es nützlich finden. Er zieht ein Buch aus dem Stapel auf seinem Tisch und reicht es dir. Ist von Staub bedeckt, aber abgesehen davon in einem guten Zustand. So. Das lesen wir mal. Dann würde ich sagen, einmal den Krabbenkorb hier abwerfen und dann müssen wir sehen. Moment. Lass mal noch ein bisschen was einsammeln. Stand ist erschöpft. Was haben wir hier vorne noch? Hier sind noch Rochen. Okay, warte mal. Ich muss ja eigentlich nur auf mein Lager zugreifen. So. Und da muss ich mal schauen, in welche Richtung ich muss jetzt. Ja, da nach rechts. Das bringt uns auf jeden Fall wieder in neue Gefilde. Ja. Da wollen wir mal gucken, von was uns da erwartet, ne? Wir müssen halt ganz schön weit raus aufs Meer. Es ist eine ganz schön weite Strecke. Ja, und wenn ich das höre, dann beunruhigt mich das ein bisschen. Aber sowas von. Und wieder einen neuen Fisch gefangen. Sogar einen goldenen. Und schwuppdiwupp sind die aufgebraucht. Was gibt's denn hier noch? Ah, irgendwas Wertvolles vielleicht? Nur so ein ollen Pokal. Ja, ich muss auf jeden Fall hier rüber. Ah, da fehlt mir natürlich was. Hier rechts daneben ist auf jeden Fall eine Stadt. Oh, und eine weitere Flasche, einen weiteren Text. Gott, was ist damit? Die explodieren. Oh Gott, was ist das für ein großes Loch? Ist hinter mir irgendwas zum Anlegen? Ah. Da kann ich mir auf jeden Fall Metallschrott holen. Okay, so ein Teil nehme ich natürlich auch gerne mit. Und dann haben wir hier eine fahrende Händlerin. Wahrscheinlich, ne? Generator, Labor. Was ist das hier alles? Forschung.
Ach ja, ich spar das, glaube ich. Was ist das, Generator? Ein alter Generator stottert und sprotzt so vor sich hin. Ein Labor liegt in Trümmern. Ausrüstung und Forschungsunterlagen liegen überall verstreut herum. Wonach möchtest du suchen? Öffne die Schränke. Du durchsuchst die Schränke. Jawohl, nehmen wir mit. Du leerst die Schränke. Dann wollen wir den Tisch inspizieren. Auf dem Tisch liegen einige merkwürdig aussehende Prototypenteile, aber im Moment hast du dafür keine Verwendung. Aber auf der anderen Seite des Tisches findest du ein hastig hingekritzelte Notiz. Dort steht nicht sicher, erwarte jeden Moment Vergeltung, Evakuierung zum Fort. Suche den Boden ab. Du lässt deinen Blick über den Boden wandern. Du entdeckst dort feine Risse, die sich bis an die Wände hochziehen und dabei langsam immer breiter werden. Etwas extrem Starkes und Großes muss die Löcher gerissen haben. Ganz vorsichtig greifst du ins Eins hinein. Du ziehst einen Gegenstand aus einem Riss im Boden. Okay, hier kann ich aber auf jeden Fall schlafen und forschen. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Aber den kann ich mir halt noch nicht leisten hier, ne? Wirbelnetze. Die Netze könnte ich mir theoretisch gesehen leisten. Hier brauche ich Küstennähe, Flachwasser, Mangroven, vulkanisch. Die ist natürlich... Ja, da reicht es nicht mehr aus. Na gut. Okay. Ja, dann... geht's weiter hier. Irgendwo hier in der Mitte muss ich. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus hier. Und fischen kann ich hier auch nicht. Okay. Eieiei. Was bist du denn, bitteschön? Oh Gott. Mir ist einiges kaputt gegangen, ne? Meine Angelrute. Aber vielleicht habe ich ja hier Glück und kann was reparieren. Das wäre auf jeden Fall wertvoll. Ja, das geht schon mal. Ah. Also, erstmal reparieren. Sehr gut. Den Pokal kann ich ins Lager packen. Kann ich eine Nachricht lesen? Ich habe seit ein paar Tagen nichts mehr geschrieben. Mich quält ein seltsames Frösteln, das mir den Verstand vernebelt. Egal was ich tue, mir will einfach nicht warm werden. Die Tinte ist hier an einigen Stellen zerlaufen, die Zeilen sind unleserlich. Das meiste, was ich rausgefunden habe, war Müll, aber schließlich förderten sie eine große sägliche Truhe zutage. Angesichts des faszinierenden Fundes war die Mannschaft wie gebannt. An die Momente, die darauf folgten, kann ich mich nicht mit gequälter Klarheit erinnern. Es konnte das Ding mühelos aufheben, das Holz knirschte, es ist zerbarst. Über das Deck quoll purpurner Farbstoff. Der Lärm in den brechenden Wellen erfüllte meinen Kopf, ich kann sie jetzt noch hören. Er starrte in die offene Truhe, dann wandte er sich zu mir. In seinen Augen sah ich gähnende Leere. Die Seite ist an dieser Stelle abgerissen. Okay, eigentlich müssen wir weiter. Aber am besten nicht hier über der Mitte, ne? Könnte gefährlich werden. Aber zumindest haben wir noch ein paar Fische, die wir fangen können. Ein Juwelenzackenbarsch. Entspannter Geist, Buch lesen, fertig. Okay. Ey, was ist das denn? Okay, der sieht widerlich aus. Der sieht echt widerlich aus, der Fisch da. Auch nur noch so eine Fischer. Metallschrott. Ein paar Holzbretter. Kann ich mitnehmen. Da drüben ist ein Fort. Oder ein Fort, besser gesagt. Aber es muss ja irgendwo noch ein... Es muss ja irgendwo noch ein... Flachwasser, verzerrter Barsch.
Nee, der ist bleich abgefressen. Boah, widerlich. Aber die brauchen halt so viel Platz, ne? Ich muss mal sehen, dass ich mein Schiff ein bisschen größer kriege. Was ist das denn? Der ist definitiv auch neu. Ach Mist, den kenne ich noch nicht. Kann ich den jetzt nochmal fangen? Ist der noch da? Ja, der ist noch da, Gott sei Dank. So, den möchte ich nämlich auch verkaufen. Im Moment ist hier leider nichts mehr. Was ist das denn? Tintenfisch? Wie kriege ich den jetzt noch hier unter? So kriege ich den noch hier unter, sehr gut. Aber schnell weg hier. Aber irgendwo, irgendwas muss ich ja hier finden. Der muss auf jeden Fall das nächste Teil sein. Und ich habe einen leuchtenden Oktopus gefangen. Dieser bemerkenswerte Oktopus entsendet aus seinen Saugnäpfen wirbelnde Lichtstrahlen. Okay, wie viel Geld haben wir? 1600. Wir haben einiges. Reparieren muss ich ja, glaube ich, nichts, ne? Aber die gute Angel da, die kann ich halt auch noch nicht freischalten. Da brauche ich noch ein bisschen was einzusammeln. Ich muss mal schauen, ich werde ja vielleicht gerne mal auf die andere Seite fahren. Einmal halt um die Insel rum, ja, komplett um dieses alte Atoll her. Und da bis zu dem... bis zu dem Fort. Und hier gibt es nur Schätze, aber ich kann trotzdem mal schauen hier. Nehme ich trotzdem mit. So, und dann nehme ich noch natürlich Holz mit. Und vielleicht gab es ja auch noch ein bisschen Metallschrott. Stoff habe ich hier in der Gegend noch gar nicht gesehen. Ach nee, das sind nur Fische da, okay. Guck mal, da habe ich noch eine weitere Flasche. Nehme ich natürlich auch noch mit. Und dann schauen wir mal hier vorbei. Was es hier gibt. Eine Forscherin gibt es hier. Okay, also. Ah ne, da habe ich nichts. Ich möchte aber gerne mal hier reinschauen. Lager, Lager. Den Ring auch ins Lager. Den kann ich dann später verkaufen. Wir sind jetzt verlobt. Er ist mit mir in die Mitte des Sternenbeckens gesegelt, um von dort aus die Lichter zu betrachten. Wir haben stundenlang geredet, was wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben. Und wir warteten und hofften. Nach Mitternacht, wir waren ganz, ganz aufgekratzt und fast hysterisch vor Müdigkeit, erschien die Aurora dann am Himmel. Als ich ihn anblickte, um seine Reaktion zu sehen, kniete er schon vor mir. Ich weiß nicht einmal, was er dann genau gesagt hat, aber ich weiß, ich habe ja gesagt. Der Ring ist wunderschön und rundum mit Edelsteinen besetzt. Ich kann die Augen nicht davon abwenden. PS, ich war mir nicht sicher, unter welchem Datum ich diesen Eintrag ablegen soll. Gestern oder heute, schließlich ist es zwischen den Tagen passiert. Aber die Sache ist sicher bedeutsam genug, um noch mehr Einträge darüber zu verfassen. Okay, Forscherring, was hast du denn zu erzählen? Oh, hallo, ich hatte nicht mit Besuch gerechnet. Wer bist du? Ich bin ein Fischer, ich bin Tourist, ich bin niemand. Ja, das dachte ich mir schon. Aber ein Fischer so weit draußen, das ist seltsam. Nun, es ist mir jedenfalls ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich habe seit Monaten keine Menschenseele gesehen. Tatsächlich könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen, falls du Zeit hast.
Ich brauche Hilfe bei der Beschaffung von Proben für meine Studie. Ursprünglich war ich auf dem Forschungsaußenposten im Inneren des Betten tätig, aber der wurde angegriffen. Eine riesige Kreatur tauchte aus der Tiefe auf und zerstörte den Außenposten. Nun ruht sie im Zentrum des Beckens. Ich bin hier ja geflohen, ich habe so gut es eben ging improvisiert, aber ich musste den größten Teil meiner Ausrüstung zurücklassen. Meine Forschungen liegen deswegen auf Eis. Wirf noch einen Blick auf die Liste der Exemplare. Du kannst sie dann hier abliefern. Wahrscheinlich wirst du mit unterschiedlichen Techniken experimentieren müssen, um sie alle zu beschaffen. Leuchtender Oktopus habe ich gerade verkauft. Aurora-Qualle und Leuchtkalmar. Okay. Sollte ich hinkriegen. Sammle alle Proben. Ich muss der Forschung helfen, alle Proben zu beschaffen. Okay. Noch etwas? Wegen dieser Proben, die du suchst. Erzähl mir etwas über dich. Na gut, es gibt aber nicht viel zu erzählen. Ich habe Biologie in der Universität von Erzhafen studiert. Es war eine harte Zeit. In dem Jahr gab es dort keine einzige Studentin, was auch für das Jahr davor galt und für das Jahr vor diesem Jahr. In einer solchen Situation ist es schwer, sich nicht wie eine Außenseiterin zu fühlen. Verstehst du das? Wahrscheinlich nicht. Nach meinem Abschluss bekam ich einen Job an der Arktisch-Biologischen Forschungsgesellschaft und dann wurde ich hierher versetzt, ganz allein. Ich dachte, ich würde die Ruhe und den Frieden schätzen, aber ich vermisse Gesellschaft. Ich hatte immer Freunde oder wenigstens ein Haustier. Da draußen gibt es nur Maschinen. Also ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich den Forschungsaußenposten angreifen wollte und gar nicht mich. Ich nehme an, es fühlt sich von meinen Forschungsausrüstungen gestört, Dutzende von Maschinen, alle von einem lärmenden Generator angetrieben. Es war riesig, größer als jedes andere Meereslebewesen, das ich je studiert habe. Es griff mit einem Tentakel an. Es handelte sich also wohl um eine Art Kalmar oder Oktopus oder eine Seeanemone. Ich hatte eines meiner Forschungsboote auf der Rückseite der Station vertäut. So konnte ich flüchten, während die Kreatur an der Vorderseite wütete. Ich musste dort wertvolle Daten und auch Ausrüstung zurücklassen, aber ich gehe nicht wieder dahin. Ich kann mich nicht noch einmal mit dir stellen. Jetzt, wo du es erwähnst, ich war so beschäftigt mit dem Angriff und damit, mich hier so einzurichten, dass ich das beinahe vergessen hatte. Ich habe diesen Brief gefunden. Die sind von meiner Schwester. Sie hat sie mir während meines Studiums geschickt, bevor sie... Naja, die Forscherin schweigt einen Moment lang und starrt ins Leere. Jedenfalls habe ich sie immer zwischen meinen Papieren gefunden. Ich kann mich gar nicht erinnern, sie eingepackt zu haben. Dann tauchte sie immer häufiger an den seltsamsten Stellen auf, in meinen Notizen, in meinen Proberöhrchen. Ich hatte diese Briefe noch nie zuvor gesehen, aber es war die Handschrift, ihr Name auf dem Umschlag. Sie erzählte von Dingen, die sich erst nach ihrem Tod zugetragen hatten. Ich kann es mir nicht erklären. Okay, also die Proben habe ich noch nicht. Forschung kann ich noch nicht betreiben. Aber ich kann zumindest ablegen und ja, schauen wir mal. Wie gesagt, für so einen Oktopus hatte ich schon. Den habe ich schon gefangen. Aber... ja. So, vielleicht kriege ich ja nochmal so einen Oktopus. Den kann ich dann zu der Forscherin schaffen, aber ich möchte eigentlich dort vorne zu der... oder Händlerin noch mal fahren. Schwuppdiwupp. Medusen-Oktopus. Eigentlich... möchte ich noch so einen hier hinpacken. So, warte mal, dann kann ich nämlich doch nochmal zur Forscherin fahren, kann den Oktopus abgeben und den Rest kann ich dann halt verkaufen. Ne? So, dann habe ich nämlich zumindest den Oktopus schon bekommen. Aber wir können ja auch im nächsten Part weitermachen, denke ich mal.
Ah, hast du, was ich suche? Natürlich. So, warte mal, du kriegst den normalen. So. Genau. Nee, mehr habe ich nicht. Aber ich möchte gerne warten, bis es hell ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Tretch wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie-Apocalypse.